Im Rahmen des 35. Internationalen Musikfestes in Waidhofen an der Theia fand am Tag zuvor das Warming-up statt. Zu dessen Zweck wurde das Zentrum von Waidhofen zu einer Fußgängerzone umfunktioniert. Ja, wir sind hier heute beim Warming Up Day. Diese Veranstaltung war ursprünglich geplant zum großen Musikfestival hin, welches dann auf der Theia-Bühne stattfindet, nämlich unten im Theia-Park. Und mittlerweile ist es so eine Art Straßenmusik-Stadtfestival geworden. Hat sich sehr gut etabliert. Es spielen jetzt 16 Bands in 15 Locations. Und wir zählen so an die 2000 Besucher im Schnitt, je nachdem, wie das Wetter ist. Heute haben wir Gott sei Dank Glück gehabt. Und ja, ist eine feine Sache, freier Eintritt. Und somit immer schön durchzuflanieren und einfach ein bisschen zu gustieren. Man bleibt einfach wo stehen, 10, 20 Minuten geht weiter und kann wirklich sehr viele Eindrücke musikalischer Natur sich holen. Glasses of beer. I
saw the chick sitting on the end. I said, baby, can't we be friends? You look sweet as you can be, so come on down and drink with me. I said, hey, bartender. Hey, man, look here. Der Warming-Up Day findet immer zum Schulschluss statt. Also es ist immer das letzte Schulschlusswochenende, und zwar am Donnerstag. Also relativ einfach zu merken, im Juni, heute ist der 26. Juni, nächstes Jahr weiß ich nicht, wird es vielleicht der 27. sein.